Hallo, mein Name ist Hans und das hier ist Teil 2 meines Berichts über die Italien-Rundreise im Februar und März 2022. Dieses Mal geht es um Sizilien. Viel Spaß! Bei diesem Trip habe ich nur einen Teil von Sizilien gesehen, aber was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Schon vom Festland aus konnte ich den rauchenden Ätna sehen. Die Überfahrt von Villa San Giovanni nach Messina dauert nur knapp eine halbe Stunde. Erstes Etappenziel auf Sizilien ist die Stadt Taormina. Nach wirklich abenteuerlicher Rundfahrt durch die engen Gassen von Taormina mit dem Camper auf der Suche nach einem Stellplatz bin ich dann letzten Endes in Naxos, dort unten auf dieser Landzunge, gelandet, wo es auch Stellplätze in etwa 5 Kilometer Entfernung gibt. Sowohl die Lage von Taormina in diesem steilen Hang, aber auch die Stadt selbst, die Gebäude, die engen Straßen und die antiken Sehenswürdigkeiten sind wirklich faszinierend. Das antike Theater, Teatro Greco, stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und wurde von den Römern im 2. Jahrhundert nach Christus umgebaut und in eine Arena erweitert, damit möglichst viele Besucher die beliebten Gladiatoren und Tierkämpfe anschauen konnten. Vom ehemaligen Befestigungsring sind noch zwei Stadttore erhalten und zwischen diesen beiden liegt die Flaniermeile, der Corso Umberto. Der Dom San Nicola und davor ein Brunnen aus dem Barock. Oberhalb der Stadt führt ein sehr steiler Fußweg zur Kirche Madonna della Rocca aus dem 17. Jahrhundert, die hier links ins Bild kommt. Die kleine Kapelle ist liebevoll gestaltet und bemalt. Und erst jetzt innerhalb der Kirche erkennt man, dass diese in der Tat in den Fels geschlagen wurde. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt und gleichzeitig erkennt man rechts oberhalb der Kirche die historische Festung von Taormina. Im Hintergrund und noch deutlich höher gelegen sieht man das Bergdorf Castelmola. Vom Stellplatz aus konnte ich dann in der Abenddämmerung noch den rauchenden Ätna bewundern. Sehr eindrucksvoll. Weiter ging es dann das kurze Stück nach Catania. Aber ich muss sagen, für mich war die Stadt zu schmutzig, zu runtergekommen und ich fuhr relativ schnell weiter. Es gibt aber schon auch schöne Ecken wie die Piazza del Duomo mit der Kathedrale, die Fontana dell'Elefante oder eben auch das Castello Ursino. An Orangenbaumplantagen vorbei ging es dann weiter nach Syrakus. Die historische Altstadt von Syrakus liegt auf einer kleinen vorgelagerten Insel. Das Castello Magnace bildet die Südspitze der vorgelagerten Altstadtinsel und wurde vom Staufer Kaiser Friedrich II. Im 13. Jahrhundert erbaut. Die Stadt wurde bereits 800 vor Christus von griechischen Siedlern gegründet und sie war lange Zeit die größte und bedeutendste Stadt auf Sizilien. In der Antike hatte sie teilweise bis zu 200.000 Einwohner und damit deutlich mehr als heute.
Die Altstadt mit ihren engen und verwinkelten Gassen, den gemütlichen Restaurants und den großen Plätzen wie hier der Piazza Duomo mit dem Dom hat schon ein ganz besonderes Flair. Ein wichtiger Grund für die Ansiedlung der Stadt auf dieser vorgelagerten Insel ist das Vorhandensein einer Süßwasserquelle, die man hier sieht. Noch erstaunlicher ist, dass sich diese Süßwasserquelle, Aretusa genannt, in unmittelbarer Nähe des Meeres befindet. Noto und das gesamte Tal bis nach Ragusa sind seit 2002 Weltkulturerbestätte für die Vielzahl von Gebäuden im speziellen sizilianischen Barockstil. Nach einem schweren Erdbeben im Jahr 1693, bei dem die Städte im gesamten Tal von Noto zerstört wurden, erfolgte ab etwa 1700 ein planmäßiger und einheitlich durchgeführter Wiederaufbau im spätbarocken Baustil dieser Zeit. Ragusa hat zwei markante Stadtteile. Die Unterstadt Ragusa Ibla, hier im Bild, die unmittelbar nach dem Erdbeben an gleicher Stelle wieder errichtet wurde, und die Oberstadt Ragusa Superiore, die erst ab dem 18. Jahrhundert entstand. Die Mehrzahl barocker Kirchen und Paläste befindet sich in der Unterstadt. Bei der Weltkulturerbestätte Tal der Tempel in Agrigento handelt es sich um eine griechische Siedlung aus dem 6. Jahrhundert vor Christus und man kann sowohl einige Gebäudeteile, Teile der Stadtmauer und der Portale, aber eben auch noch einige Tempel hier sehen. Bevor es weitergeht, könnt ihr euch noch die wenige Kilometer entfernte Felsformation Scala dei Turchi anschauen. Sie liegt südwestlich von Agrigento bei der Gemeinde Real Monte. Die monumentale Klippe besteht aus strahlend weißem Mergel, also einem verfestigten Sedimentgestein. Steil nach oben führende Weg zur Seilbahn auf der Ätna-Südseite führt vorbei an vielen erkalteten Lavaströmen und Schneeresten bis auf eine Höhe von 1900 Metern, wo ich auf dem Parkplatz am Restaurant La Cantiera ohne Probleme übernachten konnte. Die Stelle ist nur 300 Meter von der Talstation der Gondel entfernt. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick bis zum Meer und nach Catania, dessen Lichter man in der Abenddämmerung sehr gut erkennen kann. Und dann hatte ich nachts noch einen ganz besonderen Besuch von diesem Fuchs, der sich bis auf ganz wenige Meter an meinen Camper herantraute. Am
nächsten Morgen ging es dann weiter mit der Seilbahn nach oben und dann mit dem Jeep bis auf eine Höhe von 3000 Metern. Die 68 Euro für die Berg- und Talfahrt mit der Gondel, dann die Weiterfahrt mit dem Jeep bis auf 3000 Meter Höhe und dort angekommen die Führung durch einen wirklich erfahrenen Bergführer, fand ich alles in allem angemessen. Und dann hatte ich mich bis auf etwa 350 Höhenmeter dem Südkrater genähert. Höher hinauf darf man aus Sicherheitsgründen nicht. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf den Krater, die vielen Seitenkrater und das italienische Festland. Ich wählte dann den Fußweg zurück zur Bergstation, um einen Abstecher zu diesem kleinen Seitenkrater machen zu können. Auch wenn dieser kleine Krater ruhig und friedlich aussieht, so ist er doch nicht gänzlich inaktiv, wie man hier an dem aufsteigenden Rauch erkennen kann. Bei der Talfahrt hat man dann noch einen Blick auf einige der über 300 Seitenkrater. Dann ging es zurück zur Fähre. Im dritten Teil berichte ich dann über die Sehenswürdigkeiten ganz im Süden Italiens entlang des Ionischen Meeres.